Gude, heute gibt's wieder was Großartiges, denn heute gibt's Kartoffelstampf und Pulled Pork. Liebe Leid, ob das was geworden ist, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Au, ja, komm, gib her. Tschüss. Liebe Brüder und Schwestern und Freunde des offenen Feuers, ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge Grillen im Odenwald mit dem Daniel. Liebe Leute, heute gibt's ein bisschen Resteverwertung. Und zwar machen wir heute Pulled Pork und Kartoffelstampf. Die Kartoffeln sind natürlich keine Reste, die habe ich circa vor einer halben Stunde, bevor ich hier losgelegt habe, geschält. Und jetzt habe ich sie in Wasser eingelegt, damit sie mir nicht braun werden. Und jetzt schneide ich sie in kleine Stücke, denn die werden wir gleich kochen. Und wenn sie klein geschnitten sind, garen sie natürlich schneller, ist ja logisch. Für Kartoffelstampf nimmt er natürlich idealerweise mehlig kochende Kartoffeln. Wenn ihr jetzt keine mehlig kochenden Kartoffeln da habt, dann nimmt halt irgendeine andere Sorte. Das ist auch kein Beinbruch jetzt. Müsst ihr jetzt vielleicht mal eine Minute oder so länger kochen, aber das ist im Prinzip ist das völlig egal. Mehlig kochende Kartoffeln sind halt für Kartoffelstampf halt besser geeignet. Jetzt gebe ich die klein geschnittenen Kartoffeln in ein bisschen Salzwasser. Und da werden sie gleich so richtig schön gekocht. Das wird dann ungefähr so eine halbe Stunde dauern. Und während das passiert, haben wir jetzt genug Zeit, um unser Pulled Pork wieder zum Leben zu erwecken. Und der erste Schritt ist erstmal, dass wir ein bisschen Erdnussöl in die Pfanne geben. Das kann jetzt ein bisschen erhitzen. Und dann schneiden wir eine halbe rote Zwiebel in kleine Würfel. Und ihr wisst es ganz genau, rote Zwiebeln sind schon eine richtig gute Sache. Aber es gibt manchmal auch Situationen, da bleiben weiße Zwiebeln übrig, wie zum Beispiel jetzt dieses Stückchen hier vom Abendessen. Und ihr wisst ja, ich schmeiß ungern irgendwas weg. Und deswegen verwurste ich die jetzt hier auch. Aber wer natürlich mag, der kann natürlich auch eine ganze weiße Zwiebel nehmen oder eine ganze rote Zwiebel nehmen. Das ist völlig egal, ihr könnt mischen, das ist egal, Hauptsache Zwiebel. Zwiebel sind das Beste und angebraten sind sie noch viel, viel besser. Dann habe ich hier eine schöne Stange Lauch, die ich jetzt einfach so unfiligran runterschneide. Und die kann sich dann auch zu den Zwiebeln gesellen und ein klein wenig mitbraten. Und liebe Leute, es riecht unfassbar gut, unfassbar gut. In dieser wunderschönen silberfarbenen Schüssel habe ich jetzt ein klein wenig Pulled Pork. Das hatte ich vom letzten Mal über, habe es dann einvakuumiert, eingefroren und jetzt habe ich es wieder aufgetaut. Und das darf jetzt quasi in der Pfanne mitbraten. Muss man mit dem Löffel so ein bisschen auseinanderdrücken. Das ist durchs Vakuumieren ist das ein bisschen fest geworden. Aber wenn es warm wird, dann lässt es sich super wieder auseinanderzupfen. So, und jetzt kommt ein bisschen Fleischbrühe hinzu. Und das ist so ein kleiner Geheimtipp, liebe Leid. Auch wenn ihr jetzt so eine Pfanne nicht machen wollt und ihr wollt euer Pulled Pork reaktivieren, dann erwärmt das mit ein bisschen Fleischbrühe, dann wird das richtig, richtig gut. Gewürzt wird das Ganze jetzt auch und zwar habe ich hier die Kirschmische von den Sauerländern. Das ist ein sehr schönes Gewürz, das passt hervorragend dazu. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen umgerührt und dann sind wir damit auch schon fertig. Ich schnappe mir jetzt die Pfanne und die packe ich jetzt in den Grill. Da kann es noch ein bisschen warm bleiben, denn die Kartoffeln, die brauchen noch ein klein wenig. Ich mache jetzt nochmal einen Deckel drauf, dann geht das ein bisschen schneller. Ja, und in der Zwischenzeit, keine Ahnung, gehe ich mit den Hunden raus. Unsere Kartoffeln sind jetzt fertig, da bin ich auch schon. Die Pfanne kommt auf den Gaskocher und die Kartoffeln, ja, die müssen jetzt abgegossen werden. Und dazu werde ich in die Küche gehen, denn das möchte ich nicht auf der Terrasse abgießen, dieses heiße Wasser. Und liebe Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht und ihr habt den Kanal noch nicht abonniert, dann würde ich mich tierisch über ein Abonnement freuen, einen schicken netten Daumen nach oben, vielleicht drückt ihr noch die Glocke und über Kommentare freue ich mich natürlich auch sehr. Vielen, vielen Dank, ganz viel Liebe, geht raus. Die heißen Kartoffeln habe ich in diese wunderbare Schüssel gepackt und da kam jetzt ein bisschen Butter dazu und jetzt kommt ein ordentlicher Schluck Sahne dazu. Nicht wundern, das ist Sojasahne, das hat aber nichts mit irgendeinem Veggie-Trend zu tun, das hat einfach was damit zu tun, dass ich richtige Sahne nicht so richtig vertrage, ich kriege Bauchschmerzen davon und ich esse es wirklich nur im Notfall, zum Beispiel wenn ich meinen leckeren Kartoffelsalat mache. Das Ganze wird jetzt gestampft und dann müssen wir es natürlich auch würzen und wie soll es anders sein? Ich würze das Ganze mit meinem grünen Kobold. Wie man den mischt, das verlinke ich euch mal da oben.
Wie viel ihr davon reinmacht, das bleibt eurem Geschmack überlassen. Müsst ihr halt mal so ein bisschen abschmecken. Aber ich kann euch versprechen, grüner Kobold und Kartoffelstamm, das ist eine richtig geile Kombi. Ich bin gespannt darauf, auf den Ersten, der es nachmacht und der dann sagt, Junge, da hast du echt was Gutes gemacht. Oder der Erste, der sagt, Alter, du laberst nur Quatsch. So, wir geben jetzt einen schönen, ordentlichen Klecks vom Kartoffelstampf auf den Teller drauf. Macht nur nicht zu wenig drauf. Ja, dann treib... Ja. Junge, du malst kein Bild, hör auf. Jetzt schnapp ich mir zwei Löffel und nehme mir ein bisschen was von dem Pulled Pork. Und das ist richtig gut. Und Leute, mit der Fleischbrühe, da bekommt ihr euer Pulled Pork wieder so richtig schön reaktiviert und saftig. Richtig, richtig gut. Ja, und das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus. Und damit es noch besser aussieht, kommt jetzt noch ein bisschen Petersilie oben drüber, damit auch noch ein bisschen Grün im Spiel ist. Ja, liebe Leute, was soll ich jetzt noch sagen? Ich bin mir fast sicher, ihr möchtet diesen hervorragenden Kartoffelstampf mit diesem wunderbaren Pulled Pork gerne mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr natürlich folgende Zutaten. Ihr braucht circa 1 Kilo Kartoffeln, Lauch, Pulled Pork, Sahne, Butter, bisschen was vom grünen Kobold, eine Zwiebel, eine Gewürzmischung nach Wahl fürs Pulled Pork, 250 Milliliter Fleischbrühe und ein bisschen Petersilie. Leute, ich habe gerade einen trockenen Hals, ich muss mal kurz was trinken. Ja, und was soll ich jetzt noch sagen? Gar nichts, denn jetzt wird probiert. Heute haben wir quasi so eine kleine Pulled Pork Resteverwertung gemacht. Kartoffelstampf, Pulled Pork mit ein bisschen Lauch, großartig. Und das werde ich jetzt probieren. Aber heute ein bisschen mehr, weil heute habe ich noch nicht gefrühstückt, deswegen nehme ich mir ein bisschen mehr davon. So, Pulled Pork. Ja, es ist so. So, auf euch. Na, komm hör auf. Komm hör auf. Ernsthaft. Komm hör auf. Ich hör auf zu grillen. Es ist nur noch Kartoffelbrei. Mmh. Ich esse nur noch Kartoffelbrei, richtig. Ey, Leute. Das gibt. Ich habe in einem anderen Video habe ich gesagt, quasi ich warte auf den Tag, wo ich mal etwas nicht so geil finde. Das werde ich dann auch holen, aber es wird immer besser. Statt schlechter wird es immer besser. Leute, macht das nach. Und vor allen Dingen, der grüne Kobold ist ein Kartoffelbrei-Booster sondergleichen. Der haut drin. Was soll ich jetzt noch sagen, liebe Leute? Macht's nach und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Bis dann. Tschüss. Cause I've been running.